Unter Ausschachten versteht man in der Zahnmedizin die instrumentelle Aufarbeitung des Wurzelkanals für einen Wurzelstift. Jeder Zahnaufbau, zum Beispiel eine Krone, benötigt eine gewisse Retention am Zahn. Ist vom Zahn nur mehr sehr wenig vorhanden, dann kann mit Hilfe eines Wurzelstiftes zusätzlicher Halt gewonnen werden. Um solch einen Stift anfertigen, befestigen zu können, muss der Wurzelkanal zuvor ausgeschachtet werden. Sie sehen die Ausschachtungen von Wurzeln. Der Patient bekommt eine Prothese, die an seinen Wurzeln mit speziellen Wurzelkappen befestigt wird. Die Wurzeln wurden zuvor mit einer speziellen Masse abgefüllt. Man spricht von einer Wurzelbehandlung. Nach dem Aushärten der Wurzelfüllung, hier die rosa Masse, dies dauert in der Regel 24 Stunden, wird ein Teil der Wurzelfüllungen wieder entfernt, eben ausgeschachtet. Nun wird der Abdruck genommen. Dem Techniker übermittelt man mit Hilfe der schwarzen Stifte die Position und Form der Ausschachtungen. Beim nächsten Termin werden die Wurzelkappen, die durch die Wurzelstifte eine optimale Retention aufweisen, einzementiert. Zuletzt wird die Prothese angepasst. Dank der Wurzelkappen ist der Halt der Prothese deutlich verbessert.